Eduard Bloch war ein österreichisch-jüdischer Arzt, der 1907 in Linz praktizierte. Dort wurde bei einer Frau Clara Brustkrebs diagnostiziert. Sie starb am 21. Dezember nach schwerem Leiden, das mit der täglichen Verabreichung von Lodoform einherging. Einer übelriechenden und schmerzhaften, ätzenden Behandlung, die damals üblich war und von Bloch verabreicht wurde. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage ihrer Familie verlangte Bloch reduzierte Preise. Manchmal nahm er überhaupt kein Honorar. Die Frau war Hitlers Mutter. Der damals 18-jährige Hitler sprach ihm dafür seine ewige Dankbarkeit aus. Dies zeigte sich 1908, als Hitler Bloch eine Postkarte schrieb, in der er ihn für seine ewige Dankbarkeit und Verehrung versicherte, die er mit handgefertigten Geschenken zum Ausdruck brachte. Aus diesem Grund wurde er von Hitler als Edeljude angesehen.